Mijn vrouw en ik helemaal vernünftig aan zijn 28-jarige Kerstdag vieren. Ze zei vroeger dat ik een fijne vrouw had. 28 jaar met dit heb gewoond, de ganze wereld gereisd. Ik heb hier aan Flusshoeken, hier aan onze kleine insel hebben we hier. We hebben ze eten hier gekauft, kost je zijn, dat is zeer smakelijk eten. Dat is Japanisch eten. Ik leef dat vers, ik kan ze duid wat op handen zijn. Maar dit is zeer smakelijk. Ik had een pizza, ik wil dan hier top opeten. Ik wil hier vernünftig vieren. Dankzij voor jullie allen wat je ons gegeven hebt, wat je ons gebeten hebt voor ons. Wie vrij ons dat we hebben kunnen God deinen top als een eigen poort. So, wir danken uns bei Jünd auch sehr dafür, dass wir immer können für Jünd Musik haben, mit Jünd Reisen in der Welt, bei Jünd wohnen und wir sind hier nu endlich mal, dass wir hier selbst wird feiern. So, dann haben meine Frau und ich hier gekriegt fein gegeten, hier im Park, hier in Stratford. Wir werden hier unsere 28-jährige Kerstdag feiern und wir werden hier ein bisschen klein zum Stich gehen, nu, ein bisschen ans Essen aufgehen. En dat je etwas sehr schön. Du kannst an der linken Kante, kannst an den kleinen Seite sein. Der ist vielleicht 4,5 Kilometer lang. Der geht die ganze Zeit Stadt Stratford durch. Und wie gleich wieder Säuer hier vielleicht zum Stich gehen. Hier darf jeder zum Haus. Da fahren mit Titan 4,2 Kilometer gehen. Und da dürfen sie ein bisschen Sport machen. Und ich freue mich immer sehr, dass ich mit meiner Frau ein bisschen gehen kann. Wenn wir hier 40 Minuten gehen, jeder Tag, dann haben wir Geldtieten spazieren en dan gaan we ons een beetje de been, de muskelen een beetje op je wand merken dat we gaan fijn gaan. Zo, dit is onze licht hier. En Christine en ik leggen zeer de natuur hier te zijn. We God ons haft auf zo smak gezegend. Ik mag je mal zeer ontspannen, want je bevrieden lied dit ook mal met je vrouw, met je man mal ramgaan, een beetje spazieren, een beetje tijd nemen dat je gaan thuis zijn als familie. Vielleicht die Kinder mal durchschlagen, mal vielleicht zur Gas gehen und bloß einfach mal vertalen. Ich glaube, das ist immer fein, wenn wir uns als Ehepaare mal ansparen können, Geld zu tun und uns ein bisschen loben untereinander und vielleicht uns unsere Städte untereinander. Ich möchte dort mal ansparen. Früher sind Männer, die doch mal reinmerken, wenn die Feinde jede Hand. Dann sage ich mal zu der Früh oder der Mond, weil wir mal ein bisschen der Feld gehen, mal Hand holen und dann mal vielleicht zu Gas gehen. Ich meine, die meisten Männer nicht, das dünne sind nicht. Aber ich glaube, das ist fein, wenn er das anzieht, das so erscheint. Und ich sehe mir auch ganz sicher, dass die nicht auch so erscheinen gehen. Hier, das habe ich gleich gesagt, als Verhäuset im Park, das ist hier sehr schmack. Ich würde wünschen, dass die hier mal herkommen hier, mal vielleicht zu Gas gehen und die das hier mal alle anziehen. Und wenn die mal fein Brennetje und Kielchen und Schmundfahrt hier zur Hand, dann würde ich mal sagen, dann sollte man vernünftig gehen. Ich glaube, das würde dann ein bisschen die Muskeln ein bisschen abwärmen. Weil meine Frau und ich haben uns japanisches Essen gekauft. Und japanisches Essen, weißt du, was das ist? Dort sind gebratene Eidechse und ja, ist nicht. Meine Frau sagt, das wäre nicht Eidechse. Aber weißt du, wir nicht viel anders als Eidechse. Wir bleiben sehr schmack, was wir da haben. Weißt ich glaube, ein Fisch, das eine Fischspiegel, wie ich ganz date. Ich würde mich nicht wundern, dass er ein bisschen gekittelt hat, ein bisschen getackert hat. Meinst du, wie der date? Ja. Ich bedeutet ein bisschen aus der date, wie meinst du, weißt was, die Japaner in Japan, wenn die da Essen merken, die denen dort gar nicht, nicht mal kochen. Das ist ganz reife Fisch. Und wie, als wir in Japan wären, dort schmeckt uns bloß sehr schön. Und nun, ab unserem 28. Anniversarium, dachten wir uns, nun würden wir auch mal japanisches Essen kaufen. Und das wollten wir auch teilen. Und das schmeckt bloß sehr schön. Meine Frau leicht das sehr. Und wenn die das leicht, dann gleich ich das auch. Weißt du, du hast schön Salzbären. Die haben bloß Krüte in den und das Krüte schmeckt ein bisschen salzig. Seaweed. Seaweed, ja, vom Meer. Also ein Krüt hat er da mank. Und das salzig, das Krüt. Und wenn das salzig ist, dann das Krüt, der hat all das Fisch und den Ries, was er da bei hat, der merkt auch alles salzig. Und das schmeckt das Grüne sehr schön. Ja, das habe ich jede von der und ich will ein bisschen mitteilen. Ich hoffe, dass ihr das gefallen hat. Doch, ich soll vielleicht ein klein bisschen mit euch mitteilen. Meine Frau und ich haben hier so eine schmacke Zeit im Park. Und Je hand voor zoveel jaren ons in je stad, je hand voor ons gebed, je hand ons bij Junehisa Tanach gehoord, je hand ons idee geeft, wanneer we in verschillende landen reizen deden. En ik dacht me zo, dat we vielleicht fijn waren, wanneer we een klein beetje metdelen deden, waar we privaat hier een beetje een park als morgen vroeg een beetje een schmucke tijd kunnen hebben, plus einfach mal eten im Park, in beetje met je metdelen waar onze stad hier is, onze zee, dat is ganz dicht bij ons huis, waar we wonen deunen. En vandaar normaal dacht ik me zo, dat je vielleicht een beetje dit metdelen, vielleicht ook een paar Bilder hier naar wijzen. Hier zijn een paar Bilder van onze stad, Stratford. En ik dacht me zo, dat moet vielleicht fijn zijn van je, want je als families en als morgen früh vielleicht so was sein können, dass wir hier privat eine feine Zeit haben als morgen früh uns mit ihr anspornen. Und dann soll es als jeden feine japanische Essen haben. Und der Fisch wird dort, ja, der wird dort. Ich habe bloß mit gesprochen darüber, wenn die japanischen Menschen als wieder die Tour hatten in Japan, da haben uns das sehr schmeckt Essen. Und mit uns sage ich, die japanischen Menschen, die doen ihre Fisch gar nicht kochen, die doen nicht backen, die eten die einfach ganz reif. Und so haben wir dann gelernt, in Japan mal reife Fisch zu eten. Das habe ich niemals getan, als ich im Chaco wohnte, in Paraguay. Aber nu, wenn man hier in diesen Ländern lebt, in verschiedenen Ländern fährt, die geben die allerhand Sorten von Eten. Das sind niemals Wrennerchen, das sind niemals Schmandfahrten, Kielchen, Rückwurst. Weißt du, die kennen sowas nicht mal. Aber das ist okay. Er hat das die Jahre nicht gelernt, mal vernünftig andere Menschen ihr Essen genießen. Wenn ich auch sage, nein, wir werden im Essen, aber das hat man nicht gelernt und das schmeckt auch sehr schön. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass wir als Befriedeli, dass wir mal vielleicht mal rübergehen sollen im Park, dass ich hier und wie sie das wie mit uns tun. Das ist gleich fein. Dann können wir mal die Natur sein und wir können uns ein bisschen abbauen, ein bisschen Sachen vertellen, wat we niet kennen, wenn we een klompe Menschen rond ons hebben. Fijn dat we nog dit verrecht hebben als een Ehepaar, dat we kunnen terugkomen, dat we kunnen ons erburen laten van onze God im Himmel. Hij is ons Vader en hij mag dat we als een Ehepaar, dat we am leven zullen en dat we een licht zullen in de wereld zijn en andere mensen aansporen, Jezus na te volgen. Hier hast nog een paar fijne Bilder van onze stad Stratford. Ik hoop dat je die ook worden, zei ik gleich, dat te zijn.